Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde des Videoblogs, eines der Themen, die ich habe bei den Führungen, wie jetzt auch am nächsten Sonntag, ist das Thema Hände. Hände, die immer Emotionen ausdrücken, die gestalten, die gebären helfen, die sich begrüßen, sich verabschieden, die auch zerstören können, die segnen können, die beten können. Ja, und hier mal ein paar Beispiele von Fritz Teilmann jeweils. Zwei, die da sind und eins, das eben auch geklaut wurde vor 2-3 Wochen, wie ich in meinem letzten Film beschrieben habe. Hier an dem Grabmal für die Familie Wild, die auch eine große Stifterfamilie hier in Pforzheim gewesen ist, die Werner-Wild-Stiftung ist hier zu nennen. Also hier im Grabmal Wild, da hat Fritz Teilmann eine Bronzeplatte machen lassen, entworfen, ein Pilger mit dem Pilgerstab rechts und links, eine Frau und der Schwung sozusagen ihrer Kopfbedeckung, ihres Art Mantels und auch die Hutform und die Neigung zueinander der Figuren sieht fast aus wie ein Herz. Wenn man das jetzt hier ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht man das. Sie sind auf dem Weg und die Frau umfängt die Hände des Pilgers, die Hand, das rechte Hand des Pilgers mit beiden Händen. Sie neigt sich ihm zu und beide Köpfe sind auch geneigt, das heißt, sie scheinen traurig zu sein. Vielleicht müssen sie scheiden voneinander und der eine zieht, der eine stirbt. Wie ein Lebenspilger geht er weg. Jetzt hören wir gerade auch die Glocken einer Bestattung. Ich guck mal, dass ich da jetzt nicht nah dran komme. Auch hier zum Beispiel in diesem Steingrab die trauernde Mutter, die Tote unter einem Leichentuch, das ist wahrscheinlich eine junge Frau, und sie hält mit ihrer rechten Hand die rechte Hand der verstorbenen Grabmalschofer aus den 20er Jahren. Ja, und dann ein besonders schönes Werk von Fritz Teilmann ist dieses hier. Das ist die Familie Hermesmeier, die hier unter anderem bestattet liegt. Und das Grabmal selbst zeigt eine Art Seele, einen Mensch in zwei Händen. Das eine ein tragende, das andere eine segnende Hand. Und je nachdem, von wo man das betrachtet, hat man ist dieser Schutzcharakter besonders stark, fast auch wie ein Baum. Die Figur selber, sie wölbt sich nach vorne, die Hände sind nach unten und je weiter man jetzt auf die andere Seite kommt, desto stärker sieht man, dass sich die Figur im Oberkörper nach vorne wegbewegt, also sozusagen löst, vielleicht aufsteigt, aus dem Schutz heraus in die Ewigkeit. Ein sehr schönes Werk von Fritz Teilmann. Jetzt laufen wir mal ein Stückchen, einfach hier durch den nördlichen Weg im alten Teil. Und jetzt muss ich wirklich ein bisschen Strecke machen, damit wir noch zu dem letzten Punkt kommen, dass es nicht zu lange dauert. Ach ja, ich könnte hier dazwischen noch eins nehmen, ein Relief nach einer Antike, Grabmal Schmidt, das ist allerdings eine Zweitbestattung. Das ist also ein alter Stein der Jahrhundertwende und hier haben wir Orpheus und Eurydike und dann eben auch derjenige, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfallen will, der dann aus der Unterwelt sozusagen jetzt mitgekommen ist. Und sobald sich Orpheus nach Eurydike umschaut, was hier passiert ist, muss er sie wieder in die Unterwelt entführen. Und das ist der Moment der endgültigen Trennung. Nach dem Namen, da gucken Sie bitte eben in meiner Beschreibung dann. Und auch hier, wenn ich nochmal, ich zeige es nochmal, die verschiedenen Hände. Also wie die Hand berührt wird und weggezogen, wie die andere Hand die Schulter der Frau berührt und wie sie sich intensiv nochmal anschauen.
bevor sie sich trennen müssen. Ja, jetzt ist der Wagen auch vorbei. Jetzt kann ich hier weiter. Und wie gesagt, jetzt muss ich gucken, dass wir hier ein bisschen Strecke machen. Ja, immer wieder schön, auch an so heißen Tagen wie heute, ist dieser wirklich alte Friedhof mit diesem herrlichen Baumbestand. Diesem Baumbestand, der halt auch für Kühlung sorgt und der für Sauerstoff sorgt. Und man einfach merkt, dass es hier immer ein paar Grad frischer ist, wenn man wirklich im Schattenbereich ist. Deswegen ist jeder Baum wichtig in diesem Friedhof. So, jetzt gehe ich hier hoch, auch so eine Querachse, eine Querallee. Auch diese Bäume, dieses Grün. Japaner sprechen ja von der Gründusche. Und dieses Grün ist einfach sehr beruhigendes. Gehe ich in den nächsten kleinen Querweg rein. Hier links, Feld 58 zu meiner linken Seite. Das sind natürlich gärtnerische Arbeiten, das ist ganz klar. Das gehört zum Friedhof dazu. Auch, dass hier zum Teil Bäume nachgepflanzt wurden, die dann in 30 Jahren entsprechend Schatten geben werden. Ja, und ich sehe schon, dass ein Grabmal der Familie Wieland, Scheideanstalt Wieland, das Grabmal von Eberhard Wieland, dem Bruder des Nobelpreisträgers Heinrich Wieland. Und hier haben halt die Räuber auch zugeschlagen und ein sehr schönes Relief haben sie mitgenommen. Man sieht hier an der Seite schon, wie die Platte sozusagen herausgemacht wurde. Und jetzt gehe ich mal an die Vorderansicht. Und das Grabmal selber ja aus den 60er Jahren, wunderschön mit diesem Plattenboden, ein sehr großes Familiengrab für Urnenbeisetzung, ein Kolumbarium. Ja, und hier, das ist nun der Fakt leider. Und nun zeige ich mal das Bild, das sich eben gab bis vor 2 Wochen. Das zittert meine Hand ziemlich. Und das ist eben hier das Relief, Gang nach Emmaus, in der Mitte Christus. Rechts Petrus, links Johannes. Und auch hier sind die Hände interessant. Wie Petrus versucht, mit der einen Hand schon auf den Weg zu weisen, Jesus seinen Pilgerstab hält und die Hand von Petrus praktisch berührt. Er dreht sich ja zu Johannes um und Johannes macht so einen Bittgestus mit den verschränkten Armen. Ja, das ist leider die Realität. Jetzt muss man also so ertragen. Vielleicht findet sich dieses Relief und ist nicht eingeschmolzen, sondern wegen seiner künstlerischen Qualität geklaut worden. Der Stein selber ist übrigens Travertin. Und ich zeige nochmal jetzt habe ich es niedergelegt und jetzt können wir es nochmal ruhiger anschauen. Dieses wunderschöne Relief von Fritz Theilmann. Auch wie die Füße gestaltet sind, Petrus im Drehen. Ja, und eben dieses Spiel der Hände. Ja, das man jetzt live nicht mehr sehen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.